willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario World. Ja, im letzten Part waren wir in der Burg und haben Roy eins auf die Mütze gegeben und müssen jetzt ins Geisterhaus. Nun mal vorab, dieser Part ist nachkommentiert, weil leider die Tonspur beschissen war, wenn ich ehrlich bin. Also die war... Warum war die genau beschissen? Weil ich an dem Tag, wo ich das aufgenommen habe, verschnupft war und dann hat sich das am Ende nicht so schön angehört. Aber jetzt sollte es sich besser anhören, denn ich bin so gut wie gar nicht mehr verschnupft und ja. Ich muss leider diesen Part nachkommentieren. Die nächsten werden wieder besser. Ich hoffe, damit kommt ihr dann zurecht. Ich weiß nicht, ob der nächste auch noch schrecklich ist, aber ich glaube nicht. Nee, der nächste sollte wieder ganz normal sein. Aber dieser hier ist, wie gesagt, nachkommentiert und dafür schon mal ein Sorry. Und da oben sehen wir einen wunderbaren Typen, der uns Feuer an die Angel hält. Und ich weiß nicht, warum ich mich da nicht bewegt habe, aber jetzt geht's endlich weiter. Ja. So. Da bin ich leider runtergefallen. Das war nicht so toll, aber kann man nichts dran machen. Kann man nicht machen. Kann man nichts dran machen. Wollte ich euch nicht sonst noch was erzählen? Ja, ihr seht, dass die Framework gerade ein bisschen durchbricht, wie ihr seht. Aber das werde ich, glaube ich, jetzt in dem Video ändern. Oder danach. Dann werdet ihr sehen, dass das Ganze schon viel flüssiger läuft, weil ich hatte da gerade, wie ich eigentlich normalerweise in der Tonspur gesagt hätte, eine Defragmentierung am Laufen und deswegen wird das jetzt geändert. Da muss ich mich kurz entschuldigen, dass ihr jetzt Folgendes seht. Das hier. Das Emulator-Menü. Dafür erstmal ein Sorry, dass ihr das sehen müsst, aber... Ja, ich musste die Defragmentierung ausmachen, damit mein PC mal besser in die Gänge kommt, weil mein PC ist nicht der beste, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber jetzt geht's hier weiter mit Super Mario World. Jetzt sieht das doch schon viel, viel, viel flüssiger aus. Ja. Außerdem gibt es sonst noch was ich ansprechen kann? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Da bin ich schon wieder gestorben. Er schafft's nicht. Da ist das Game Over, aber no, Freunde, so nicht. Wir machen weiter. Und ja, das Geisterhaus ist leider ein zähes Ding, weil wie man sieht, falle ich da hinten die ganze Zeit ins Loch und ja. Das, schätze ich, ist nicht so vorteilhaft und der Typ mit der Flamme kotzt auch an, wie man sieht. Aber ein Pilz haben wir noch im Inventar und weiter geht die Reise. Nehmen wir die Feder mit. Ob wir, wie lange wir die behalten, das ist natürlich eine andere Frage. Warum stehe ich da rum? Ich tue gar nichts. Warum stehe ich da rum? Oh mein Gott, Hilfe. Befreit mich von diesen Stun. Okay, wir gehen weiter. Und da wäre ich fast reingefallen. Das war so ein Zufall. Aufpassen, dass ich nicht ins Loch fliege. Da ist noch eins. Normalerweise kennt man das ja, man versucht ja immer das Loch zu treffen, aber hier heißt es auszuweichen. Das ist natürlich eine Herausforderung, die man so nicht kennt. Da sind wunderbare Bohu-Blöcke. Dieses Element hat man auch in den zukünftigen Mario-Teilen nicht mehr so richtig gesehen. Aber hier, auch diese Bohu-Strahlen, wenn ich das mal so sagen darf, hat man auch nicht mehr so wirklich in den nachfolgenden Teilen gesehen. Und wie komme ich da hoch? Mit den Bohu-Steinen. Aber die müssen wir erstmal mitnehmen. Hier habe ich das gerade noch nicht gescheckt. Da latsche ich erstmal in die Prärie rum und frage mich, was ich tun soll, weil ich
ein Brett vorm Kopf hatte. Aber da habe ich dann schon gescheckt, der Buhu, den nehmen wir mit. Bin dann gefailt, da bin ich nochmal gefailt ins Loch, da sterbe ich nochmal ins Loch, da sterbe ich nochmal. Aber jetzt kriege ich es nicht hin. Schon wieder nicht. Also wir müssen uns hier anstrengen. Also Mario wird da wie vom Magnet angezogen vom Loch und das hat mich ziemlich genervt. Und vor allen Dingen ist dieser Typ da so... Oh, Mario ist weg. Und da teste ich gerade verschiedene Layers aus und guck, wo man mich wieder sichtbar macht. So, da geht's wieder. So. Jetzt geht's wieder weiter. Wenn ich diese Stelle mal schaffen würde. Entweder ich fliege ins Loch. Also, oder ich bretter den Typen da an. Was wahrscheinlich nicht so feiert, dass ich den die ganze Zeit ins Face fliege. Stellt euch mal vor, ihr geht spazieren und dann fliegt euch so ein Typ ins Gesicht. Das ist natürlich nicht so vom Vorteil, ne? Aber das kennt man ja. Alltägliche Situation. Ja, aber erstmal müssen wir hier diese Passage schaffen. Was ich immer noch nicht geschafft habe, aber ich frage mich, wann ich das mal schaffe hier. Der Typ ist echt fies platziert, das muss man schon sagen. Und vor allen Dingen diese bewegenden Böden. Also wie man immer sieht, hier gibt es Elemente in Super Mario World, die wurden so nicht mehr in den späteren Teilen wiederholt, obwohl die eigentlich ziemlich geil waren. Zum Beispiel diese Buhu-Steine. Ein geiles Element, was kaum vorkommt. So gut wie gar nicht. So, aber hier haben wir den Schluss gefasst, nehmen wir 3 mit, dann können wir da leichter hoch. So, Rücken weg und dann da drauf springen. Ich kam da nicht hoch, dann musste ich den ein bisschen anders platzieren. So, die Tür. Ist das ein Secret oder nicht? Das habe ich mich da gefragt. Und es sieht aus wie ein ganz normaler Exit. Ist es auch ein normaler Exit? Das werdet ihr jetzt sehen. Erstmal ein Bonus-Game für die Quote. Das Bonus-Game, habe ich überhaupt nicht geschafft. Wie man sieht. Ich versuche zu retten, was zu retten geht. Letztendlich kriege ich dann, glaube ich, 3 Ups. Sehr schön, immer an das Peace-Zeichen. So, und jetzt, gehen wir zu dem nächsten Level, Chocolate Island 2. Und was mich übrigens interessiert, ist nichts. Ich wollte gerade... Hier sind die Münzen, Samus, bla bla bla, remaining can change your progress. Ist mir egal. So. Also, es tut mir wie gesagt leid, dass dieser Part nachkommentiert ist und ich, wie ihr merkt, kommentiere ich jetzt auch nicht ganz so actionreich wie sonst, aber kann man mal machen. Kann man mal machen. So, kriege ich den Block. Sehr schön. Ist noch eine Münze oder was? Multiple Coin. Also, ja. Dann versuchen wir mal hier runterzukommen. Das sind hier übrigens Dinos, die ziemlich gewaltig aus dem Sack gehen, weil sie immer Feuer sprungen, das ist echt gut. Und hier sind nur schiefe Plattformen. Ein interessantes Element, aber da muss man vorsächtig sein, weil die Koopas hier durch die Gegend fliegen und einen ziemlich leicht durch die Gegend schleudern können, wenn man sie falsch begegnet. Also trifft. Versteht, was ich meine. So, hier ist mal wieder Wasser. Aber erstmal nehmen wir den Pilz da, weil wir den gebraucht können. Hier habe ich kurz ausgetestet, wie ich von Yoshi springe, weil ich es da kurz vergessen habe. Ja, Kurzzeitgedächtnis muss man mal wieder trainieren, aber kennt man ja mal. Kennt man ja. Ich glaube, ich sollte den Sound etwas leiser machen. So ist besser.
Und ja. Hier müssen wir dann drüber und das schaffen wir auch. Und hier sind Dinos und es leckt. Das liegt aber am Spiel und nicht an der Aufnahme. So, da haben wir auch schon das Ziel gefunden. Ist das nicht hier Wunderbärchen? Hey! Okay. Und hier haben wir noch ein Level, Chocolate Island 3. Machen wir das eigentlich noch an dem Part? Ich glaube nicht. Nee, das machen wir nicht an diesem Part. Ich sehe da gerade schon wieder. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir beenden den Part hier und ja. Es tut mir leid, dass ich die Audiospur jetzt gerade nochmal aufnehmen musste, aber... und nachkommentieren musste, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus, weil die vorherige Spur war qualitativ sehr schlecht und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich hoffe, mal ein etwas entspannter und nicht ganz so lustiger Part wie sonst, aber der nächste wird umso geiler. Also auf jeden Fall einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario World auf diesem Kanal. Bis dann und ciao.